Für die Kids der Grundschule Fallersleben ist am Dienstag ein ganz großer Traum in Erfüllung gegangen. Unsere Nummer 1 Diego Benaglio holte die Grundschüler am Mittag ab und das standesgemäß mit dem VfL-Mannschaftsbus. Per Handschlag begrüßte Diego alle Kinder persönlich und dann ging es los. Wohin? Na, hierhin. Für unsere Nummer 1 war dieser Termin etwas ganz Besonderes. Ja, das ist definitiv einer der schönsten Termine. Ich glaube, jeder Termin mit Kindern macht unheimlich viel Spaß. Ich bin ja selbst zweifacher Vater und deswegen, es macht mir unheimlich viel Spaß, den Kindern auch anzusehen, dass sie sich unheimlich freuen auf den Ausflug heute Nachmittag, und somit ist das einer wirklich der schönsten Termine. Auf der rund halbstündigen Fahrt nach Braunschweig, wo derzeit das Musical von Peter Maffay Tabaluga seine Zelte aufgeschlagen hat, schrieb Diego eifrig Autogramme und beantwortete die quirligen Fragen der Kids. Die Kids fragen halt ganz andere Dinge oder eben auch, da kommen Zwischenrufe, die man so nicht erwartet, und das zaubert einem auch immer wieder ein Lachen ins Gesicht. Also, es ist unheimlich spannend, eben weil Kinder natürlich gewisse Dinge auch aus einer ganz anderen Perspektive sehen, ganz anders an gewisse Dinge rangehen, und somit ist es auch für mich immer wieder spannend, überraschend oder manchmal auch in gewissen Situationen sehr, sehr lustig, auf was für Ideen die Kids kommen. Angekommen beim Ort des Musicals, dann das nächste Highlight. Der Schöpfer von Tabaluga himself besuchte die Kids, Peter Maffay. Und auch Wölfi und Tabaluga begrüßten die überraschten Kids. Was für ein Tag für die Kinder, und auch Diego hatte viel Freude. Es war sehr unterhaltsam. Hat wirklich Spaß gemacht. Man hat den Kids auch angemerkt, wie viel Freude sie haben. Zum einen sehr, sehr viel Vorfreude aufs Musical natürlich, zum anderen war es, glaube ich, für sie aber auch was Spezielles, in unserem Mannschaftsbus mitzufahren. Wenn man die ganzen lachenden Gesichter gesehen hat, ein rundum gelungener Nachmittag. Lachende Kindergesichter. Was gibt es Schöneres?